Ich bin dabei, einem Haufen Wilder eine Postkutsche zu klauen. Mit einem gesuchten Kriminellen, der auch Kopfgeldjäger ist und scharf auf eine mörderische, durchgeknallte Gypsy-Braut. Manchmal werden Träume eben wahr. Das sag ich mir auch jeden Tag. In einer nicht allzu fernen Zukunft wurden die Weltmächte vom Big Business in die Knie gezwungen. Um die rücksichtslose Zerstörung durch die Firmen zu rächen, entstand eine neue Art von Kopfgeldjägern. Ich hatte genug Zeit in deinem Schreibtisch verbracht. So wurde ich der erste Bounty-Killer. Los, zeig dich, Bounty-Killer! Für den Ruhm. Die Leute stehen auf Bounty-Killer. Stimmt es? Bist du Francis Gorman? Es ist kompliziert. Wollt ihr hier weiterschmusen oder lieber ein paar Scheiße abknallen? Für das Geld. Wolltest du mir meine Beute abzocken? Ich wollte nur helfen. Scheiß aufs Vorspiel. Eine Frau, die ihre Krallen zeigt, da stehe ich drauf. Sie ist fantastisch. Für die Zahl der Toten. Gottverdammt! Ich erkenne ein gebrochenes Herz, wenn ich eins vor mir habe. Er ist einer von ihnen. Ich gehe zum Rat. Dann komme ich mit dir. Keine Chance. Das war eben keine Bitte. Hör auf, so dickköpfig zu sein! Du kannst nicht jedes Mal, wenn du auf jemanden sauer bist, Hammer laufen! Ach nein, dann pass mal auf! Was zum Teufel war das? Bounty Killer. Und das Morden geht fröhlich weiter.